Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, jetzt habe ich drei Videos gedreht und jetzt kommt das vierte Video. Und jetzt versuche ich mich, obwohl ich gerade wieder müde bin, nochmal an dem Thema, das ich beim letzten Video, das ihr gesehen habt, bevor ich diese Drehvideos begonnen habe, am Mittwoch, nämlich das Video, das dann... Ja, egal. Versuche ich mich jetzt nochmal. Ich wollte über das Thema alte Serien, die nochmal neu aufgelegt werden, nur um Geld zu machen, reden. Also, ich bin jemand, ich gucke meine Serien am liebsten dann an, wenn sie halt gerade laufen. Und wenn sie dann irgendwann fertig sind, dann bin ich auch in Ordnung damit und sage mir halt dann so, okay, alles hat ein Ende. Und dann finde ich es auch schön, wenn es zum Beispiel ein gutes Ende findet und nicht irgendwie so eine Geschichte ist nach dem Motto, ja, wir haben noch damit gerechnet, dass eine weitere Staffel kommt und dann halt kein wirkliches Ende da ist. Und dann war es so, dass ich zum Beispiel, als ich kleiner war, unglaublich gerne Heroes geguckt habe. Diese Serie, da ging es um Menschen, die haben Superkräfte und die entdecken die dann und dann müssen sie gegen das große Böse irgendwie mal antreten und ja, ist ein bisschen... schräg gewesen. Am Ende, wenn ich jetzt mal so jetzt mal drüber nachdenke. Aber ich mochte die gerne. Außerdem war ich total verschossen in Peter Petrelli aus der Serie. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war ich in den damals so verschossen. Und jetzt für alle, die die Serie nicht gesehen haben, aber die sie noch gucken wollen, am Ende der ersten Staffel sieht so aus, als ob der stirbt. Und ich weiß noch, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich gedacht habe, der ist jetzt tot. Und das fand ich so unfair. Hätte ich mir dann nicht direkt abgeschaltet, sondern die Werbung für die zweite Staffel direkt angeguckt, dann hätte ich gewusst, er ist nicht tot, hätte dann wahrscheinlich nicht so geheult, aber ich hatte voll den Zusammenbruch damals so gefühlt, weil mein Peter Petrelli war tot und der war doch so toll und der war so fabelhaft und überhaupt und ja. Und ja, aber dann nach der ersten Staffel wurden dann da noch drei weitere Staffeln gedreht. Und ich muss sagen, also, um ehrlich zu sein, ganz ehrlich zu sein, die erste Staffel war echt toll, die zweite war so okay, die dritte war dann so schon so, ja, aber immer noch gut. Aber die vierte, die hätten sie sich ehrlich gesagt schon schenken können, die waren nicht mehr so, ja, die war schon die Cash-Cow-Melken, wenn man es so formulieren will. Und dann wurde die Serie halt abgesetzt und dann vor ein paar Jahren kam das Reboot, das hieß dann glaube Heroes irgendwas und da ging's dann, da war dann Peter nicht mehr dabei und da waren dann auch die anderen Hauptdarsteller zum größten Teil nicht mehr dabei und da ging es dann um komplett neue Charakter und ich habe mir die Serie angeguckt. Ich wünschte, ich hätte sie nicht angeguckt. Die war nämlich einfach nur noch wirklich, die ist dann auch nach einer Staffel abgesetzt worden. Aber es war wirklich einfach echt nur noch so dieses mit dem Namen nochmal Geld machen versuchen. Und das fand ich dann total schrecklich. So diese Reboots, also nochmal neu anfangen, um alte Geschichte, um die Geschichte nochmal neu zu aufzulegen. Machen sie ja mit Batman und Superman auch ständig. Also macht's nicht besser. Aber es ist eine andere Geschichte. Obwohl ich sagen muss, wenn man uns jetzt mal als Gegenbeispiel jetzt nochmal nehmen will, da habe ich nämlich beim letzten Mal so furchtbar gelallt, aber wenn man jetzt ein Gegenbeispiel für nehmen will, die Christopher Nolan-Reihe von Batman, also von Batman Begins bis zu The Dark Knight und dann war da noch eins, oh, jetzt, den habe ich noch nicht gesehen, darum kenne ich den Titel nicht auswendig, aber die dritte davon war dann, das war eine unglaublich gute Serie, also diese, also nicht Serie, sondern Filmserie, Filmreihe, also die mit Christian Bale, ja, die war echt toll. Also, ich weiß nicht, wie der letzte Film war, aber die ersten zwei, die haben mich total abgeholt. Also da sind manchmal Reboots besser, weil die Geschichte um Clooney, auch wenn er ein hübscher Mann ist, war jetzt nicht so dolle. Ja, aber dann noch so eine Serie, wo ich mir gedacht habe, hätten sie vielleicht ruhen lassen sollen, war Prison Break. Prison Break war so eine Serie, die erste Staffel war total top, die zweite war auch noch gut, die dritte fand ich auch noch super, die vierte war dann schon so,
Ja, nee, ist klar. Schön, dass wir drüber gesprochen haben und also wirklich so hanebüchen von der Story her, aber man konnte es noch gucken. Und dann kam ja auch der, dann kam noch so der, noch ein Fernsehfilm, The Final Break, der war dann auch so, wo man sich dann auch so gedacht hat, boah, okay, so gibt die Geschichte alles nochmal mehr Sinn und es hat ein gutes Ende für die Geschichte dann. Und dann dachte ich mir so, ja, toll, also die Geschichte hat jetzt ein Ende. Und dann haben sie jetzt nochmal eine neue Staffel produziert und ich muss zugeben, nach meinem Heroes-Erlebnis, und wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich habe mich dann entschieden, nein, die gucke ich mir jetzt nicht nochmal an, weil für mich hat die Geschichte ein Ende gefunden. Und ein Ende ist ein Ende und ich finde, wenn es ein gutes Ende ist, das einem auch gut gefällt und das einem auch persönlich, ja gut, Michael Scofield ist dann am Ende. Ich habe euch jetzt schon Heroes gespoilert. Ich lasse das nicht, nicht nochmal. Ich bin jetzt nicht so fies. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Falls ihr anders mit euch gucken will, nee, mache ich jetzt nicht. Aber das war irgendwie ein echt, das hat ein echt gutes Ende und es hat auch Sinn gemacht. Und dann diese neue Reboot, wo ich mir dann denke, okay, nee, ist auch, also rein von dem, was ich gelesen habe, hat es für mich echt so geklungen nach dem Motto, Hauptsache nochmal mit denselben Schauspielern und derselben Story nochmal Geld gemacht. Aber ganz ehrlich, wie die Serie halt heißt, heißt sie Prison Break, also Gefängnisausbruch. Und wie oft will man aus einem Gefängnis ausbrechen? Also wirklich, das ist dann, ja. Aber so eine Sache, wo ich für mich persönlich sagen muss, dass man es unglaublich gemerkt hat, dass es nur ums Geld geht. Oder wo man es auch leider hier und da merkt, sind Animes. Animes sind so eine Sache, das sind ja diese animierten Serien aus Japan, für alle, die das nicht wissen. Und Animes gehören zu den Serien, wo man unglaublich schnell merkt, dass es da auch oft nur um den Kommerz geht. Also die Erklärung ist dann immer, wir wollen nicht, dass der Anime den Manga überholt. Also, und der Manga kommt einmal pro Woche ein Kapitel und im Anime ungefähr, glaube ich, ein Kapitel kann man auf 2 Folgen rechnen. Ich weiß es nicht, ich habe es nie genau nachgeguckt. Aber soweit ich weiß, ist das erste Kapitel zum Beispiel von Naruto in die erste 5 Folgen. Aber darauf will ich mich nicht festlegen. Aber es würde sich jetzt nicht überholen, wenn man es mal so sieht, wenn sie es beachten würden, richtig. Aber anstelle, dass sie dann einfach da ein bisschen langsamer zum Beispiel sind bei dem Anime, machen sie Filler-Folgen, also Füllfolgen. Und das sind dann so Folgen, wo du teilweise so eine lieblos hingeklatschte Geschichte kriegst. Wirklich, es ist nur noch so das Prinzip, ja, wir müssen ja Zeit, wir müssen den Anime strecken. Und ich muss sagen, wirklich der König aller Filler-Animes in meinen Augen ist halt Naruto. Ich werde jetzt wahrscheinlich von vielen, die Animes mögen, sehr, sehr, die werden mir jetzt alle so sagen, ja, aber Naruto ist ja so ein guter Anime und so gut und überhaupt. Aber ich werde jetzt etwas sagen, womit ich eine sehr, sehr unpopuläre Meinung habe wahrscheinlich. Aber ich fand Naruto die ersten kompletten 3 Staffeln waren toll. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, bis zu dem Punkt, wo Sasuke nicht mehr dabei war, war der Anime echt gut. Aber danach war es dann wirklich nicht mehr so. Und die letzte Staffel, die in Deutschland gelaufen ist, also wenn wir jetzt nur nach deutscher Staffelzählung gehen, bei den Japanern ist es ja eine Staffel. Also die nehmen das in einem kompletten, also nicht wirklich Staffel, sondern das ist dann ist Naruto, Naruto Shippuden und jetzt halt Boruto. Und glaube ich zumindest, oh, da kann ich mich auch nicht, da dürfte mich auch nicht wieder drauf festnageln, aber ich glaube, so lief das da. Und bei uns die letzte Staffel, also die 4. Staffel, das war nur noch eine Füller-Folgen-Staffel. Da gab es nicht ein Stück, das im Manga vorgekommen ist. Und auch allgemein, in Naruto gab es so viele Füller-Folgen. Und bei Naruto, der ersten Serie, da war es noch so, dass es süße Folgen waren, wo es wirklich noch so war, wo man wirklich eine Story hatte, wo sie sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und dann kam Shippuden. Und Shippuden, da war bis ungefähr, ich glaube, so
10. Staffel nach unserer Rechnung fand ich Shippuden war noch relativ gut und die Füllerfolgen waren auch noch so, wo man sagen konnte, okay. Wobei, wenn man es mal ganz genau nimmt, ich glaube, die 3. Staffel von Shippuden war auch eine komplette Füllerstaffel. Also da waren sie auch recht viel gefüllt. Aber ganz ehrlich, nach der 10. Staffel meine beste Freundin und ich, wir haben das immer zusammen geguckt und sie hat dann immer zu mir gesagt, weil ich immer gesagt habe, gut, ich gucke auch die Füllerfolgen auf Japanisch an, hat sie zu mir gesagt, so, weil damals konnten wir es noch auf YouTube gucken, die guten alten Zeiten. Ja, und dann haben wir das immer zusammen geguckt und so dann auch gleich besprochen und es war echt schön, aber sie hat dann immer zu mir gesagt, nö, die Füllerfolgen tue ich mir nicht an, weil die sind so lang und so langweilig und ich soll ihr halt Bescheid geben, wenn es dann wieder mit richtiger Story weitergeht. Und ich konnte sie so gut verstehen. Ich habe die Füllerfolgen geguckt, weil ich es eben, ja, weil ich es halt eben gemacht habe. Aber dann irgendwann habe ich mir da, also irgendwann, ich glaube nach der 10. Staffel, haben wir dann irgendwann beide nur noch gesagt, boah, wie lange wollen sie das denn noch hinziehen, die Geschichte? Kriegen sie jetzt endlich mal ein Ende? Also es war nicht so, dass wir haben jetzt nicht mehr das Ende so im Sinne von etwas Schönes herbeisehnen gehabt, sondern wir waren wirklich so an einem Punkt, wo wir nur noch gehofft haben, ist endlich mal Schluss damit. Und das finde ich schade, weil viele Sachen, wo zum Beispiel einem als Kind sehr wichtig sind, so Serien, was ich persönlich sagen kann für mich. Also ich zum Beispiel, ich habe mir unglaublich gern Sailor Moon angeguckt. 200 Folgen hat die in Deutschland gehabt. Ich glaube, in Japan hatte 201 oder so, aber da ist das auch so eine Sache. Ich gucke mir auch gerne One Piece und Detektiv Conan an. Und ich muss sagen, wenn es da um sowas geht, also wenn es um, auch bei Sailor Moon gab es auch Füllerfolgen, aber die waren so gut in die Geschichte eingewoben, dass man, wenn man es jetzt nicht unbedingt den Manga gelesen hat, dass man es nicht bemerkt hat, muss ich sagen, als Kind. Aber da kann natürlich sein, dass ich die kindliche Sicht drauf habe und das natürlich ein bisschen verkläre. Aber auch jetzt, Jahre später, muss ich sagen, zum Beispiel Eiichiro Oda, der Erschaffer von One Piece, der ist im Gegensatz zu dem von Naruto, soweit ich weiß, weil der ist da ein bisschen lockerer, ist Oda jemand, der bei jeder Folge von One Piece Mitspracherecht haben möchte. Und das merkt man auch, weil man merkt, dass einem eine Füllerfolge nichts spoilert, was in einem späteren Punkt kommt. Manchmal hat man dann so Folgen, wo man im Füller so Geschichten kriegt, wo dann später in der regulären Geschichte mehr Sinn machen. Aber es ist einfach viel besser miteinander, ein viel besserer Übergang, finde ich. Und ich finde, es ist in Ordnung, wenn man versucht, Geschichten zu strecken, indem man irgendwie etwas länger macht. Es ist nicht so, dass ich da was dagegen habe, grundsätzlich. Aber ich habe was dagegen, wenn man es streckt und dann nur noch schlechter wird. Oder wenn man eine Serie so lange weiterlaufen lässt, nur um damit Geld zu machen. Ich meine, das beste Beispiel ist für mich Pokémon. Wie ich schon im letzten Video versucht habe zu sagen, Pokémon hat für mich persönlich nach Pokémon Johto aufgehört, weil in der Johto-Liga hat Ash seinen großen Triumph gefeiert. Es gab diese riesengroße, schöne Szene am Ende und es war wirklich so Ende. Und alles, was da danach kommt, ist in meinen Augen bloß noch weiterlaufen lassen, um Geld zu machen mit den Spielen, mit dem Merchandise und alledem. Pokémon hat für mich seine Seele verloren, weil sie es zu lange ziehen. Und ich finde, das ist schade. Wenn etwas, was gut war, nicht mehr gut ist, weil es die Seele verliert aufgrund von Kommerz. Und ja. Da habe ich persönlich was dagegen. Und deswegen bin ich auch jemand, wenn ich höre, dass alte Serien, die ich gerne geguckt habe, ein Reboot bekommen sollen, bin ich eher von Anfang an misstrauisch, weil ich sage, gute Sachen brauchen kein Reboot, weil gute Sachen haben irgendwann ein Ende. Und das mache ich jetzt mit diesem Video auch. Ich finde, es ist gut geworden und damit beende ich es. Darum schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.